Heute deklattern wir auf jeden Fall, und zwar sind heute meine Lippenstifte dran. Wenn ihr wissen wollt, wie viele und ich habe, welche ich habe und welche ausziehen müssen, dann bleibt gern dran. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Caro und wie schon gesagt, heute sind meine Lippenstifte dran. Und da werde ich auf jeden Fall welche aussortieren, weil es sind schon, also manche sind schon über 2 Jahre alt oder ja, wir schauen einfach mal. Und ich schätze mal, dass auch einige der Lipglosse zum Beispiel schon nicht mehr so gut riechen und nicht mehr so gut ausschauen. Wir sehen das dann aber gleich im Video. Ja, bevor wir starten, würde ich euch noch bitten, mir ein Abo dazulassen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Einen Daumen nach oben für das Video und ein Kommentar wäre auch super. Schreibt mir sehr gerne, was ihr zu der Menge an Lippenstiften sagt. Es sind eine Menge, ich weiß. Und ja, habt ihr einen Lieblingslippenstift? Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. So, hier sieht man mal einen Teil meiner Lippenstiftsammlung. Es ist viel zu viel, das ist mir vollkommen klar. Wir schauen es jetzt einmal durch, welche bleiben dürfen und welche gehen müssen. Ich schiebe das wieder auf die Seite oder nach hinten. Damit, Platz ist. Ne? Als erstes habe ich mal von Max & More Cosmetics, die Bisou Lipstick Collection. Ich habe die noch nicht einmal richtig aufgemacht. Die sind auch noch verpackt. Die werde ich eventuell jetzt weggeben, weil ich werde die, glaube ich, nicht verwenden. Auch wenn schöne Farben dabei sind, ich weiß nicht, ob so, jetzt sieht man so ein bisschen, jetzt spiegelt es nicht so. Aber ich glaube, die kommen weg. So, dann fangen wir halt mal mit diesem Körbchen hier an. Ja, wow. Ich fürchte mich ein bisschen. Okay. Von Alverde. Color and Care in der Farbe 42. Vintage Rose. Noch nicht verwendet, oder? Einmal verwendet. Oder geswatcht. Ja, riecht okay. Und ist auch eine sehr schöne Farbe, also darf bleiben. Ich solbe da vielleicht noch ein Körbchen raus, damit ich die gleich sortieren kann. So. Dann habe ich die zwei, sind ja super, also da habe ich... Aber einer ist eben noch nicht verwendet. Das ist... Der ist noch nicht verwendet. Das ist von dieser Catrice Limited Edition, war das, das war, wie hat die geheißen? About Tonight, und das ist der Metallic Lipstick in der Farbe 1001 Kiss Me at Midnight. Der ist echt wunderschön. Also ich liebe dieses Blau und ich habe ihn auch schon einmal getragen. Habe sogar Videos damit gemacht. Also, aber wie gesagt, der ist noch nagelneu. Den habe ich nämlich zu Weihnachten von meiner Tochter bekommen, von meiner mittleren Tochter bekommen, und ich hatte den aber schon, wie gesagt, habe ihn auch schon mal verwendet gehabt. Ist er sehr blau halt, ne? Aber sehr, sehr schön. So wirklich metallic, schimmernd und ja. Sehr schön, kommt aber in eine andere Box mit, wo ich dann reingebe die verschiedenen anderen Farben, die ich so habe. Ne? Und dann habe ich den auch noch in Lila. In der Farbe, wie hat die Farbe geheißen? 1002 A Night to Remember. Auch so wirklich schön schimmernd und wunderschön ist der. Auch, ja, kann ich auch mal auftragen, swatchen.
Ist auch eine sehr, sehr schöne Farbe, auch schön glitzernd und ja, und kommt eben auch in die extra Box. So, dann habe ich einen Lippenstift von Look by Bipa. Ich finde, die schaut richtig gut aus eigentlich. Also, das ist eine schöne. So, der ist in der Farbe 090 Rebel. Genau. Color Matte Lipstick. Ist rot. Richtig rot. Ja. Den gebe ich mal auf die Seite, weil ich habe noch ein paar rote und so viel rote brauche ich nicht, weil ich rot fast nicht trage. So, dann habe ich hier von Essence Love Like Dragons diesen was, Creamy Lipstick. So. Keine Farbbezeichnung. Der ist auch rot, aber da ist halt noch die Zeichnung auf dem Lippenstift. Hoppala, da sind wir. Der ist halt so, so schön. So schön. Den werde ich auch gar nicht swatchen, den lasse ich so. Ich glaube, den werde ich einzig und allein wegen dem Packaging nehmen. Also bei mir lassen. So, dann habe ich von Catrice. Um, 101 Pink Baby Pink. Das ist immer ein pinker. Ja, sehr, sehr rosa, ist auch noch nicht geswatcht. Deswegen lasse ich ihn auch einmal und gebe ihn auch auf die Seite. Auch vielleicht einmal, ich weiß noch nicht, ob ich ihn aussortiere oder nicht. Das werde ich dann überlegen. So, dann habe ich hier Hydromatic Shine Hyaluronic Infused Lipstick von Avon. Der war es jetzt in einer Box drinnen. Das ist in der Pink Box. Ich glaube, in der Pink Box war der drinnen. Und zwar habe ich hier die Farbe. Kann ich nicht lesen. Auf jeden Fall auch eher so. Ah ja, genau, das war die Farbe mit dem Pflegekern innen. Da finde ich die Farbe wirklich interessant. Werde ich jetzt aber auch nicht swatchen, weil der noch nicht benutzt ist. Den lasse ich aber bei mir, glaube ich. Nein, ich gebe ihn mal auf vielleicht, weil da gebe ich jetzt mal die unbenutzten hin. Oder halt die ich noch nicht genau weiß. Ja, ich habe von M. Asam, von Magic Finish, den Satin Lipstick in der Farbe Rosewood. Das ist so ein kleiner, süßer Lippenstift. Und die Farbe finde ich richtig hübsch. Also, sehr, sehr schön. Der wird auf jeden Fall bleiben, auch wenn er noch nicht benutzt ist. Der bleibt auf jeden Fall, weil da finde ich die Farbe wirklich besonders. Dann habe ich mir so einen Slim Stick von Essence gekauft. In der Farbe 101 Chocoholic. Die finde ich richtig gut, diese Lipsticks. Also die kann ich echt empfehlen. Und ich finde auch die Farbe hier. Ich habe noch nicht so viele braune Lippenstifte. Und deswegen gefällt mir die Farbe hier richtig gut. Der bleibt auch auf jeden Fall. Ist ja auch noch nicht so alt, ne? Also den habe ich noch nicht so lang. Dann habe ich von Mellow den Matte Liquid Lip Paint oder Tea Lip Paint in der Farbe Auckland. Hat mir auch die Farbe so gut gefallen. Ne? Ah, der gehört eigentlich zu so einem. Nein, ist ein Matte Liquid Lip Paint. So. Okay, werde ich jetzt aber noch zulassen, den hatte ich noch nicht offen und der bleibt auch zu noch. Dann gebe ich mal auf vielleicht, da weiß ich es noch nicht genau. Dann habe ich den Illuminating Lips and Cheek Stick von
von Look by Pippa, genau. In Rot. Ja, ist aber nicht wirklich so ein richtiges Rot, das ist eher so jetzt auch ins Rosa gehende, das finde ich schon wieder hübsch. Da bleibt er mal. Dann habe ich hier noch einen verschlossenen von Nude Creamy Lipstick Long Lasting in der Farbe 207 Hazelnut. Den gebe ich mir auch vielleicht. Ich glaube, den habe ich nämlich nochmal und den ich habe, der müsste offen sein. So, von NYX, This is Milky Gloss Chocolate Shake Mix. So, da werde ich einfach mal reinschauen und dran riechen auch. Ach, und der riecht, glaube ich, okay. Ist eigentlich eine schöne Farbe. Dunkles Nude. Den gebe ich aber. Das ist ein Gloss, ja. Den gebe ich zu den Gloss dazu. Noch so ein Körperl für die Gloss. So, dann die waren erst in einer Wundertüte von Essence, also von Pippa drinnen. Da habe ich einmal den Essence Hydro Matte Lipstick in der Farbe Virtuos. Das war eine schöne Farbe. Sehr, sehr schön. So. Finde ich echt schön. Kommt aber jetzt mal ja vielleicht, weil er noch nicht gebraucht ist. Und in der Farbe Coral Competence. Das ist dieses Rot. So, ja, auch kein richtiges Rot. Aber es kommt trotzdem mal auf vielleicht, weil es eben noch nicht gebraucht ist. Aber der kommt vielleicht wieder zurück dann. Da habe ich auch so einen besonderen Lippenstift. Das schaut witzig aus. Ist total lieb von Nude Makeup auch. In der Farbe 117 dürfte das sein. Ja, den habe ich auch schon mal ausprobiert. Ist auch so mehr in die nudige Richtung. Riecht auch noch okay. Der bleibt. Dann habe ich hier wieder ein Rot von Essence Tribal Summer. Das ist ein richtiges Rot, das ist eher so rosa. In der Farbe 02 Wacker Wacker. Ich glaube, das wäre ich lieber aussortiert, weil der riecht nicht mehr besonders. Ja, den gebe ich weg. So, von NYX Professional Make-up Suede Matte Lipstick. In der Farbe VFD Now Peach Don't Kill My Vibe. Das ist so mehr ins Orange gehende, habe ich aber auch schon getragen. Und ja, kann man machen, mal ab und zu so braun-orange ist der. Finde nicht schlecht. Von Catrice, oder? Catrice, ja. Plumping Gel Lipstick in der Farbe 100 Game Change. Game Changer. Genau, das ist dieser dunkle hier. Den habe ich auch schon ein paar Mal getragen, weil mir die Farbe so gut gefällt. Also das ist so richtig schön bärig. Ein sehr schöner Lippenstift. Riecht auch noch gut.
So, dann habe ich wieder etwas Klassiges, ein Butterglas von NYX. Apple Crisp. Apple Crisp heißt die Farbe. Wenn wir auch riechen. Riecht aber gut. So auch wie ins Rot gehende. Ja. Aber ja, da kommt zu den Kissen. Noch ein Glas Voluminizing Lip Booster von Catrice. In der Farbe 190 Ice Ice Baby. Das ist so ein rosaner. Ich werde dran riechen auch und. Ja. Das ist durchsichtig. Ja, ein bisschen glänzend. Kommt auch zu den Klassen. So, dein Lippenstift von. Make-up Maker Nude in der Farbe Chic. Riecht okay. Ist eine sehr schöne tragbare Farbe. Kann man machen. Hat ein schönes Packaging. Gut. Dann von Tint. Den habe ich auch schon mal probiert, glaube ich. Die Farbe Multitint Bloom. Ist auch so. Nein, den habe ich noch gar nicht verwendet. Ist ein bräunlicher. Den werde ich auch vielleicht geben. So, The Big Glam von Essence. Caring Glitter Lip Glow. Ah, das ist der. Ist auch so ähnlich wie die von Catrice, dieser schimmernden. Schauen wir mal. Aber etwas heller, ne? Das war der von Catrice. Das ist jetzt der von Essence. Riecht okay. Darf noch bleiben. So, von M. Awesome von Magic Finish und Satin Lipstick in der Farbe Berry Tint. Auch eine sehr, sehr schöne Farbe, ne? Richtig schön. Sehr tragbar. Gefällt mir sehr gut und bleibt. So, jetzt werde ich mal meine Hand abwischen, dass ich wieder Platz bekomme. Dass ich wieder Platz zum Swatchen habe. Gar nicht so einfach, da alles wegzubekommen. So. Dann habe ich von Catrice Sheer Beautifying Lip Balm in der Farbe 040 Water Melonade. Nimm so ein roter. Der riecht aber nicht so besonders. Den werde ich lieber weggeben, ausmisten. So, dann habe ich, das ist auch von Catrice, glaube ich. This is me, 07 Enough. Ah, von Essence ist der. Entschuldigung, von Essence. Das ist auch wieder so ein schöner dunkler. Wahnsinnig schöne Farbe. Ja, ich muss auch wieder mal zu dunklen Lippenstiften greifen, glaube ich. Dann habe ich einen von MAC. Die Farbe steht leider nicht drauf. Ist ja sehr nudig.
riecht aber auch eher wie Plastilin, also den werde ich lieber auch aussortieren. So, dann habe ich einen, der ist noch gar nicht offen, von Revolution. Matte Lipstick Piece or Cake, glaube ich, heißt der. Geht so eher, ja, ist sehr nudig, ne? Den gebe ich mal auf vielleicht. Dann, das ist wieder, nein, das ist von Manhattan. Ein All-in-One Lipstick drin, der Farbe 320, Crushed Cinnamon. Auch so eher ins Bräunliche. Riecht okay. Ja, das ist eigentlich auch eine schöne Farbe. Tolles Packaging ist von L'Oreal. Sehr schönes Packaging. Color Rich Shine in der Farbe 466. Like a Boss. Der ist auch schön. Einmal gerochen, riecht eigentlich okay. Und weil die oberste Schicht unten ist. Ja, der riecht gut. Also die Farbe ist auch schön, ne? Kann man auf jeden Fall verwenden, würde ich sagen. Zu kriegen muss ich ihn noch. So gehört das auch. So. Dann habe ich hier wieder eine Packung, die ist total schön. Von Estee Lauder. Pure Color Envy Matte Sculpting Lipstick in der Farbe Envy Matte 333 Persuasive. Das ist wahnsinnig schön, also der bleibt auf jeden Fall bei mir. Allein schon vom Packaging, weil mir das so gut gefällt. Ja, blau natürlich, ne? Und ja, auch die Farbe gefällt mir ganz gut. Ich werde es trotzdem nicht swatchen jetzt, aber es bleibt auf jeden Fall bei mir. Ein sehr, sehr schöner Lippenstift. War auch mal in einer Box drinnen. Noch ein verschlossener, besser gesagt gerade rausgefallener, ist von Beauty Bay Matte Lipstick in der Farbe Sauce. Ja, und ist dann rot. Riecht okay. Verwendet habe ich noch nicht. Ja, der kommt mal auf vielleicht. So, dann habe ich hier so einen Stick von BU, Color Touch 41 Lip Biggie in der, ja, Pure Passion heißt der. Ist auch so eher eine dunklere Farbe, auch eher so wie der letzte. Riecht okay. Die Farbe ist auch schön. Kann man auf jeden Fall mal tragen. So, dann habe ich von Make-Up Academy ein Velvet Lipstick Smooth Matte Finish in der Farbe Sassy. Den habe ich, oh ja, den habe ich schon mal verwendet. Da ist eben dieses schöne, schöne, ja, so wie ein Diamant ist der geformt, ne? Total schön. Passt auch eher zu den Dingen, die ich jetzt gehabt habe. Aber ist eine schöne Farbe. So, und ich glaube, ich mache mir da mal mit meiner Uhr lauter Farbe rein. Egal. Bleibt. Dann dieser lustige Lippenstift, da ist das Packaging ja auch witzig irgendwie, ne? Von Luminel in der Farbe. Ja, Jade oder so, ich kann es nicht gescheit lesen.
Ist so eher in die Nude-Richtung, aber auch sehr tragbar. So, wieder von Catrice in der Farbe Satin. Eher so rot. So, ist dieses schöne Rot. Ja, der bleibt, weil der ist schon verwendet. So, dann habe ich hier von Essence Perfect Shine Lipstick in der Farbe 04. Ist so nudig. Ja. Aber schön. So, von Catrice ist, nein, von Essence ist der Semi-Matt in der Farbe 26 Daring. Der ist auch sehr schön, sehr dunkel. Finde ich auch sehr schön. So, dann habe ich wieder einen Stick, aber diesmal von M. Asa Magic Finish Volume and Repair Lip Balm in der Farbe Iced Champagne. Er ist so sehr hell und ja. Aber okay, so, ich muss meine Hand wieder säubern. Weiter geht's mit Wet n Wild. Da finde ich auch die Verpackung so süß mit dem Kussmund da oder mit dem Mund, mit den Lippen. Und das ist so eher bräunlich, orange, nudig. Ja, riecht noch okay. Von der Farbe her ist es auch okay. Dann habe ich von Revolution da Prose Supreme Lipstick Instigator heißt der. Und der ist abgebrochen. War wohl nichts, wenn man. Werden wir entsorgen. So, dann habe ich von Look by Piper in der Farbe 070 Mahagoni Chio. Da haben sie ein sehr schönes Braun. Ja, gefällt mir auch. So, von Estee Lauder habe ich einen kleinen, und zwar ist das die Farbe Rebellious Rose. Auch so schön, ne? Und ist so süß, auch dieser kleine blaue. Ach. Richtig süß, so. Ja. Bleibt natürlich, allein schon wegen der Verpackung. Du musst bleiben. So süß. Wieder ein Stift, diesmal von Alverde Matte Lipstick in der Farbe 20 Magenta Love. Riecht gut. Farbe ist auch gut, bleibt. So, dann habe ich hier Make-up Forever Professional Artist Lip Shot Long Lasting Lip Lack Stylo. Okay. Lass ich den nicht hochdrehen.
den kann man nur hochgeben, der kann nicht, den kann man nicht mehr runtergeben. Da muss man immer aufpassen. Aber auch sehr schön, ne? Die Farbe. Cool. Dann von Revolution. Die Farbe Chauffeur. Ist auch so ein heller Newton. Ich habe den noch nicht verwendet. Riecht aber okay. Schaut aber trotzdem irgendwie komisch aus. Ne? Ich werde den entsorgen. So, von Essence war das, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Classified Lipstick Rollercoaster. Der schaut irgendwie nicht schön aus, ne? Seht ihr das? Diese Verfärbung hier? Ich glaube, der kommt auch weg. So, dann habe ich hier Voluminizing Lip Balm von Catrice in der Farbe 060 on Full Lips. So ein roter. Der riecht nicht mehr gut. Den gebe ich gleich weg. Dann, ja, wir sind jetzt schon unten im unteren Bereich von dem Körbchen angekommen. Da kann es natürlich sein, dass die älteren Lippenstifte nicht mehr gut sind. So, von Essence haben wir einen Lipstick in der Farbe 08 Strong. Wow. Der riecht schon noch gut. Den muss ich swatchen, auch wenn er neu ist. Ja, der bleibt auf jeden Fall. Wow, ist der cool. Cool. Den gebe ich auch da zu den ausgefalleneren Farben. So, dann habe ich hier von Gute Frage. Von wem ist das? Von wem ist der Lippenstift? Die Farbe heißt auf jeden Fall Rose Sorbet. Eigentlich eine schöne Farbe. Wow. Kann man fast das Highlighter verwenden. Aber schön. Ja, wenn ihr wisst, von wem der ist, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Von M. Awesome Magic Finish haben wir die Farbe Holiday Crush. Ist auch eine schöne Nude-Farbe. Riecht okay. So, von Catrice wieder einen in der Farbe Shine Bomb. Das ist auch so ein schönes, dunkles. Ich rieche nur dran. Oh, riecht okay. Auch so eine schöne, dunkle Farbe. So, von Look by Pippa ist das auch in der Farbe 010. Nude It Over. Ja, sehr nudig. Ja, ist okay. Hergeben würde ich ihn nicht mehr, weil ich mir nicht ganz sicher bin, aber so, er bleibt auf jeden Fall noch. Ich glaube, schlecht riecht er eigentlich nicht.
So, nochmal von M. Asam. Magic Finish in der Farbe Berry Tint. Haben wir das nicht schon mal gehabt? Ja. Das war nicht Berry. Alles gut. Oh ja, Berry Tint. Halt leider etwas, er ist nicht benutzt, aber etwas angestoßen. Der ist benutzt. Ja, dann werde ich den aussortieren. So, von Gift im Lala Beauty haben wir hier The Beach Lipstick. Das war ja mal so ein Set mit, auch mit einem Lip Pencil. Der müsste dann natürlich bei einem Lip Pencil sein. So in, ja, das war wirklich mehr orange. Orange-nudig. Ja. Wie gesagt, ja, orange irgendwie. Ja, aber er bleibt, weil mehr Schatten kommen. Wenn er schon verwendet ist und ich gebe ihn dann weg, weil er hergeben an jemanden Fremden kann ich ihn nicht mehr. Und ja, wegschmeißen wäre zu schade. Ne? So, wir haben dann bald das Kistchen und dann würde ich sagen, machen wir einen Cut und ich mache das in einem anderen Video weiter. So, Magic Finish noch einmal. Red Ribbon, eine andere Farbe hatten wir noch nicht und ist so ein süßer kleiner, der bleibt auf jeden Fall. So, von Catrice, also ein ziemlich schwerer, in der Farbe 1003 Soulful, so. Sheer Lip Color. Hier Lip Color, so. Ein bisschen feucht, aber. Und der kann nichts. Den gebe ich weg. Ist nicht meins. So, von Catrice nochmal in der Farbe Shine Bomb. Hatten wir das nicht erst? Achso, so heißt nicht die Farbe, sondern 020 ist die Farbe. Und der ist abgebrochen. Und trotzdem verwenden. Könnte man ja. Riecht okay. Ich werde noch behalten. So, dann habe ich hier von Alverde Elegant Style Lipstick in der Farbe, keine Ahnung, ist aber im März 23 abgelaufen. Ja, dann gebe ich ihn lieber weg, da riecht doch nicht ganz okay. Und nochmal für den Look by Pippa habe ich hier die Farbe 010, You Nailed It. Das ist so ein ganz ein helles Nude. So, damit werde ich wahrscheinlich mehr tot ausschauen als sonst was. Aber ja, warum nicht. So, zwei habe ich noch in diesem Körbchen. Und das ist einmal von Essence, die Farbe 17, I Love Cake Pop. Das ist ein rosa. Bin nicht ganz sicher.
Nein, riecht okay. Eine interessante Farbe auf jeden Fall. Und dann noch so ein Stick von Alverde Matte Lipstick in der Farbe 15 Pure Beach. Und der ist 9,22 abgelaufen. Okay, den gehen wir auch lieber weg. So, das war jetzt mal dieses Körbchen. Ein paar habe ich aussortiert, ein paar sind auch vielleicht, da werde ich mich aber erst entscheiden, wenn ich das alles durch habe. Da sind noch ein paar. Aber wie gesagt, wir müssen hier einen Schlussstrich ziehen, weil es sind schon 40 Minuten und auch wenn ich es ein bisschen zusammenschneide, wird das Video sonst zu lang. Also, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von meinen Lippenstiften haltet. Ich habe sehr viele, ja, weiß ich. Könnt ihr mir aber gerne schreiben, natürlich. Ne? Ja, und lasst mir gerne auch ein Abo da und einen Daumen nach oben für das Video, würde mich sehr freuen. Ja, und jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!